Hallo und herzlich willkommen auf meiner Reise. Komme ich jetzt auch mal rein? So, aber es ist jetzt ein bisschen schlecht. Man sieht jetzt meine Bewegung auch gar nicht, ne? Ups. Ja, Frau Paas, Sie können sich auch gerne mal umziehen. Gar kein Problem. Machen Sie einfach, wie Sie meinen, ne? Also ich meine, kann Ihnen auch leider nicht so viel dazu jetzt erzählen. Sie müssen jetzt auch leider erstmal ein bisschen hier einiges selber entscheiden. So ist das, wenn man gerade frisch gestorben ist vom Erde und das Leben hinter sich gelassen hat. Also ich hatte jetzt einen Moment schon fast überlegt, hier diesen hier zu nehmen. Ja, oder ich nehme jetzt einfach das, so wie wir es denn damit. Das ist ja auch ziemlich fresh einfach. Okay, Frau Paas. Aber es wäre schön, wenn Sie sich jetzt irgendwie für einen entscheiden würden. Ja, hatte ich doch eben eins schon. Und so, ich finde den jetzt nur gerade nicht wieder und ich dachte, sonst hätte ich den jetzt einfach genommen und so. Ich kann aber einfach den so behalten, ist auch kein Ding, so. Ja. Ich kann auch sonst einfach den nehmen. Den hatte ich auch noch nie, das ist auch richtig cool, finde ich. Also Frau Paas, wenn ich dazu mal was sagen dürfte, es ist ein bisschen so. Also es wäre gut, ich frage mich, also ich sag mal so, es ist natürlich Ihre eigene Entscheidung, aber also was ich jetzt für ein bisschen fand, ist, dass jetzt die meisten Gesichts- und sonstigen Auszüge hatten jetzt nicht so einen ganz klaren Bezug zu Ihrer bisherigen, sag ich mal, oder Ihrer typischen Lebenserscheinung. Und, also das wundert mich ein bisschen, weil das ist schon eher unüblich und, naja, ich sag da jetzt nicht mehr zu, aber. Also da jetzt so einen klaren Bezug zu meinem Leben haben und also somit jetzt mit was identifizieren und so, okay. Ja, ich glaube, dann kommt der nämlich zum Beispiel auch nicht so richtig in Frage, obwohl ich den auch richtig cool aussehe. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Hella von Sinn und der einen Ex-Freundin von mir. Also, cool, ne? Ich fand die auch immer ganz. Ja, weiß ich auch nicht. Die hatte was, ne? Also, so irgendwie auch ein bisschen spießig und so, aber irgendwie auch cool. Ne, konnte ich. So, mache ich, weiß ich auch nicht. Ist mir jetzt gerade einfach so mal in den Sinn gekommen. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also, es ist für mich einfach schwierig, das wissen Sie vielleicht. Also, ich hatte, weil ich einfach auch nicht so die Kontinuitäten hatte. Und so das Ding, das hatte ich, also das jetzt sagen muss, das jetzt plötzlich so sagen muss, so jetzt das bin ich, ne, mit so allen so einem Face-Filter, fällt mir unheimlich schwer. Also ich hoffe, ich habe da, kennen Sie mir noch einen kleinen Moment? Also ich würde jetzt gerne noch so 2, 3 ausprobieren, wenn das geht. Also den hier zum Beispiel. Aber nee, das ist schon, wenn sie sagt, so, nee, das bin ich natürlich eher nicht so. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Ding mag, ne. Ich weiß ja nicht mal meine Größe oder so ein Shit. Also ich ziehe mich mal kurz um, ne? Also ich dachte so, weil dann es fällt mir so leichter. Schon mal so und ja, also obwohl das sieht man auch an.
Also jetzt auch nicht so schlimm, weil ich habe bei diesem Bikini, also mit dem bin ich ja gestorben, so, das war auch eine blöde Geschichte, ne? Deswegen, ich habe auch nur das an, womit ich eben einfach eben halt, ne? Also mal, ich bin halt plötzlich aufgewacht, ne? Und das war halt wahrscheinlich, also so, ich kann mich an meinen Tod schon kaum mehr erinnern, einfach. Also ich weiß jetzt schon noch so, aber das ist schon so weit weg. Also zum Beispiel, das hier, das gefällt mir ganz gut, ne? Also die Kombi passt jetzt nicht so gut, aber ich finde, das finde ich gut, ne? Aber es hat jetzt natürlich nicht so den super Bezug an. Es erinnert mich eigentlich mehr an eine Freundin von mir, aber so die grüne Haare hatte ich eigentlich noch mal ein paar Mal, wo ich so erst so 14 war. Mit 13 hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal und dann, glaube ich, so das letzte Mal mit 16 oder so. Ich wollte es immer, ne? Das sind immer diese Sachen im Leben, die man, aber es zählt wahrscheinlich dann nicht. Oder ist es jetzt, also ich weiß ja nicht, so wenn sie jetzt so religiöse Dings sind, Leben nach dem Tod, denke ich immer an Religion, weil ich habe da nie dran geglaubt, ne? Ich habe immer gehofft, dass Leben einfach verändert ist. Und darum weiß ich jetzt nicht, muss ich mir sagen. Also das passt auch schon mal ein bisschen besser zum Bikini und so. Sorry, aber ich bin einfach immer so experimental. Ich habe ja auch nicht Klamotten gewaschen, bevor ich hierher gekommen bin. Ich weiß auch gar nicht, was ich zur Auswahl habe. Also was mir jetzt helfen würde, haben wir vielleicht einfach ja auch noch Klamotten. Also ich habe Größe 36, wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Dings aufwussten. Oder ich weiß auch nicht, wie viel Infos Sie über mich haben. Also sonst einfach das einfach easy. Also ich meine, ich habe halt auch mal, ich trage eigentlich nie Badeanzug, so, ich bin immer FKK gegangen. Ich bin sehr einfach in Osten gezogen halt vor 6 Jahren und so. Und vorher war ich nicht schwimmen, aber wenn, ja gut, aber ich will auch nicht nackt rum. Ich weiß ja nicht, wie viel Grad es ist da ist, wo ich jetzt hinkomme. Ja, das finde ich auch ganz heiß irgendwie, weil so, aber es ist ganz ehrlich, ne, manchmal sind so Face-Filter, wenn man sich da gar nicht ähnlich sieht, wie sonst, ne, dann nimmt er auch schon immer so die Sachen, wo man so denkt, so, ja, also die würde mich jetzt auch gerade ein bisschen holen, also ein bisschen, das färbt sich immer so schwer zu trennen auch einfach. Frau Paas, es ist einfach so, ich sag's jetzt nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Also sie sind nicht die Einzige hier, das sind auch noch andere, die vielleicht drankommen wollen. Also sterben relativ viele Menschen und wir haben einfach auch jetzt nicht so, nicht immer genug Leute, weil wir haben manche Zeit bekommen mehr, manche weniger. Das ist immer schwer, sich darauf vorzubereiten. Und ich sage einfach mal so, ne, es wäre auch ganz nett im Hinblick auf vielleicht noch andere Leute und vielleicht auch auf sie selbst und vielleicht auch auf mich, weil vielleicht ist es für uns auch besser, wenn wir hier schneller durch sind, ne? Machen Sie einfach nicht so ein Riesending draus. Nehmen Sie einfach irgendwas, ja. Und ich sag's Ihnen das jetzt einfach mal so, okay? Oder, ja, machen Sie einfach mal so. Ja, okay, also, die muss ich aber auch gerade nochmal aufsetzen, weil ich wollte einfach gucken, ob die mir, das ist so albern, aber die sieht doch scheiße aus einfach. Ja, der ist auch cool, das ist so ein bisschen Gore-Trans-mäßig, ne? Oder wer macht das? Aber so sind jetzt auch die Jüngere, haben das auch irgendwie so. Ich weiß doch gar nicht, was das für Leute sind. Ich finde es, aber ja, nee, das ist auch nur, weil es neu ist. Nein, ich muss ja auch jetzt wahrscheinlich bis in der Ewigkeit, ich weiß ja nicht, wie lange das Leben nach dem Tod geht, ne? Muss ja, Outfits darf man dann nicht mehr wechseln oder was? Oder kriege ich da jetzt keine Auskunft? Also, ich sag mal, ich habe ja. Boah, das ist ein Serf hier, ne? Aber scheiße, nee, das ist ja nur ein Hintergrund. Achso, ja. Boah, aber meine Haare gerade, ne? Die sind so. Ich hab dir die mal vorher waschen, aber also, woher soll man nicht wissen, ne? Ich wasche meine Haare, Mann. Ey, manchmal wasche ich die morgens einfach nicht. Ich nehme mir das immer vor. Aber so wie die aussehen, ich will halt auch was jetzt, wo man die Haare dings, ne? Weil ich will nicht mit so einem Haar die ganze Zeit rumlaufen. Die sehen schon gewaschen immer so viel besser aus. Hier ist zum Beispiel nicht. Also ein bisschen Sommersprossen, einfach so wie sie. Ne? So. Ne? Aber ich. Na, es wird auch echt so schwer einfach. Ich sag das so, ne? Ich bin einfach gerade ein bisschen überfordert, ne? Ja, auch. Also ich muss sagen, also was wir auch vergessen, hier sind auch noch Leute, die zugucken noch dazu, ne? Die haben auch keinen Bock auf, obwohl andererseits, ja, weiß ich nicht, ob die Bock darauf haben, warum guckt man sich sowas sonst an, okay, ich gebe es zu, aber auf jeden Fall, also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, also wenn wir 2 Minuten nicht durch sind, ich gehe dann auch, glaube ich, gleich einfach, weil es geht einfach so nicht, Frau Paas, bitte, bitte. Ja, okay, sorry. Aber hier sind die Haare wieder. Ich will ja alles mit Haaren. Also nur noch das. Und dann, ja. Also ich bin auch mit Zeitdruck auch einfach immer. Warum ich jetzt, wenn ich das sehe, ist auch, glaube ich, auch jetzt sehe ich das besser sowieso. Und das auf jeden Fall schon mal nicht. Das steht mir einfach nicht. Ich muss mir jetzt erstmal eine Haarfarbe. Ja, oder das, sonst ist es auch vernachlässigbar. Aber,
Das bin ich dann nicht. Ich. Also die Farben mag ich, aber die Augen werden irgendwie voll. Das sieht nicht echt aus, ne? Der Filter scheiße einfach. Das ist irgendwie auch cool. Aber dann habe ich die ganze Zeit so Frost irgendwie so um mein Gesicht rum. Ey, sonst hätte ich dich jetzt so vollgenommen. Okay, so, ich gucke jetzt ganz schnell und das sieht deprimiert aus, aber irgendwie gerade, ich, vom gradigen Gefühl her würde ich einfach das nehmen, aber nee. Ey, wo ich das gerade sehe, ne? Ich wollte eigentlich so vor gar nicht so langer Zeit, wollte ich meine Haare ungefähr so machen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich meine, okay, bis jetzt ist es ja auch alles so wie eigentlich auf der Erde und ich meine, die Sachen sind in 2 Jahren spätestens out, ne? Du willst es ja da auch nicht anders sein, dann kommen immer wieder Leute spätestens, die bringen ja auch die neuen Trends mit und dann hast du den Salat, ne? Also ich würde schon eher was Zeitloses nehmen. Also die Farbe ist cool, aber diese Brillen, ne, diese Hipster-Brillen, alle kriege ich das, sorry, aber kriege ich das Kotzen, ne, das ist mir doch Sinn. Und dann auch nur noch eine Firma da drüber, so. So, das Grün wäre cool, aber ich muss erst mal gucken, TikTok, ey, das ist so schwer, das wäre dann jetzt auch so ein Statement, ne, so von wegen. Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass dann so, ich, vielleicht ist es auch so, man kommt doch aus diesem Lokismus hoffentlich raus, irgendwann, so, wenn man ewig lebt, oder? Hoffe ich doch. Ey, oder ich nehme jetzt doch einfach das so, weil... Das finde ich eigentlich extrem cool. Aber, na, eigentlich, ja, weiß nicht, passt das zu mir? Also, es ist halber eigentlich nicht, ne? Ist halt mehr so ein Gamer-Denken. Es sieht voll cool aus. Aber, so, Frau Pass, oder wie sie sich immer auch nennen, es reicht mir jetzt mit ihnen. Ich werde jetzt gehen, weil ich kann nicht nach. Wissen Sie, ich habe auch noch 2 Kinder, um die ich mich gleich noch kümmern muss. Es ist nicht immer alles so viel anders, als es war leider und also ich habe jetzt einen Kollegen Bescheid gesagt, der kommt dann und ich wollte ihn auch einfach nur helfen. Ich bin wirklich fertig mit den Nerven, ich kann nicht mehr, das ist das echt zu viel, ich wollte ihnen helfen. Ich weiß nicht, ob sie es merken werden eines Tages, aber ich hatte wirklich, ich hoffe, dass sie es nicht mitkriegen werden, aber ich habe es wirklich auch nur gut gemeint, aber ich bin für heute fertig. Muss jetzt gehen. Der Kollege kommt gleich in 5 Minuten. Ne? Ja, mega sorry. Hat sie, glaube ich, gar nicht mehr gehört. Scheiße. Das fällt ja gut an. Okay, bis jetzt ziehe ich, glaube ich, schon mal um. Ich glaube, das war auch das Problem, dass ich einfach irgendwie, ich hätte mal einfach mich erst umziehen sollen und dann die Haare. Das habe ich eigentlich beim sonst, wenn ich TikTok mache, auch immer so. Ja, aber es war auch einfach so, ne? Ich war auch irgendwie, ich bin auch immer noch drauf, ne? Wahrscheinlich geht es auch nicht mehr raus. Wahrscheinlich bleibt man genau in dem Zustand, wenn man. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich den Typen mal gleich fragen. Ich hoffe, ich kann ihm mal ein paar Fragen stellen gleich. Also Bikini rausziehe. Ey, ich guck mal gerade kurz, aber ich nehme doch, glaube ich, keine Klamotten. Ich muss ihm was von dem, was ich vorher getragen habe, auf Erde schon nehmen. Auch von den. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich so alles hatte. Ja, okay, also ich finde es eigentlich auch ganz, ich finde es doch jetzt irgendwie so, ich finde es halt auch so scheiße, das ist eigentlich auch so dumm, aber es ist echt so jetzt, ich muss diesen ganzen Scheiß da ein bisschen alle Ewigkeiten vielleicht tragen, aber gerade denke ich so, irgendwie sieht es auch ganz süß aus, ne, also ich irgendwie, ich weiß, es gibt Sachen, die mir besser stehen oder ich zumindest besser finde, aber das können wir auch vorstellen, mit einer so zusammen zu sein, die so eine Haare und Dings hat, so. Bestimmt auch süß, ne, eigentlich? Doch. Allerdings, wenn man so die zuhält, kann man sich auch eigentlich bei Insta umziehen, ne? Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich so die Mega-Klicks kriege, nur weil er guckt sich das alles an, aber hoffentlich kommt der Typ jetzt gleich noch nicht rein. Vielleicht nehme ich das einfach denn und so. Achso, shit, ich will, sorry. Ich bin auch einfach noch ein bisschen verballert, genau. Und so irgendwie, ja, was meinst du, so das Cheerleader, aber Emma. So, das Video jetzt immer noch so, ja, genau hier. Ach, das ich zieh mich hier gerade um. Können Sie mal kurz wegnehmen, wenigstens. Sie hätten jetzt auch einfach mal fertig sein können, wissen Sie? Deswegen ist die Kollegin gegangen, wir nehmen jetzt auch keine Rücksicht mehr auf Sie. Ich meine, ich bringe nur gerade den Kollegen, der hat jetzt eigentlich Mittagspause und der muss jetzt wegen Ihnen hier hinkommen. Also hier, ne, das ist Frau Pass, können Sie sich Hallo sagen und ich gehe schon mal wieder. So, schönen Tag, ciao, tschüss weiter. Oh shit.
So, ich finde die ganze Situation jetzt spannend, und zwar schon alleine deshalb, nicht nur aus rechtlicher Sicht, also wir wissen ja auch nicht, wer jetzt da das Sagen hat, eben, wer ist jetzt da überhaupt, ne? Da muss es ja eine Instanz geben, die jetzt da sagt, weil es scheint da ja schon auch Regeln zu geben, aber ja, werden wir gleich aussehen. Ich finde es aus vielen Gründen spannend, was jetzt hier gerade abgeht, aber ich bin jetzt hier nur, ich spreche hier nur aus dem Off, also der eigentliche, also mit Frau Pass und so geht's gleich erst weiter, ich bin jetzt nur so eine zwischengeschaltete Instanz, die mal so ausnahmsweise aus dem Off blökt, ne? Gibt's ja sonst auch oft in anderen Filmen oder anderen Genres auch. Sí, eso es la situación, hombre. Ciao, Rainer. Und ciao, alle. What? Ich dachte, du hättest mit mir Schicht. Dann war erst nächste Woche. Krass. So, der Rainer, der zeigt's ja jetzt und so. Und ich glaube noch, es gibt auch Leute, die wollen mir erzählen, dass ich hier im Sitzen pissen sollte oder was. Ey, ich glaube, es hackt. Rainer, halt's dir mal richtig ein. Okay, Rainer, bye. Und grüße deine Frau von mir. Und, gut. Ich wünsche eine gute Woche nächste Woche. Ich auch wieder arbeite. Gleiche Zeit. Scheiße, irgendwie. Ich das gewusst hatte, was das für ein toxisch-männlicher Betrieb hier ist. Oh. Facepalm. Und ich muss noch 3 Monate bleiben. Scheiße. Oh, vielleicht kann ich irgendwie wechseln und so. Und der hat noch schon 3 Mal die Titten geklatscht, der eine, oder? Oh, nein. Ach, scheiße. Schon wieder einer daneben gepisst. Ich muss mein Mütterchen hier ein bisschen aufpotzen. Das ist einfach scheiße. Das war jetzt so Margrit-Arm. Das ist ja einfach fast haargenau wie da, wo wir vorher waren und vorher gestorben sind. Das ist alles ziemlich das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt oder an was, aber ich weiß nicht. Ich traue mich aber auch nicht, mit dem zu reden und den anderen.